Gobi ist einer der bekanntesten und beliebtesten Aquarienfische und hat sich seit seiner Einfuhr nach Europa Ende des vorigen Jahrhunderts in den Aquarien einen festen Platz erobert. Die Gobi-Zucht ist sinnvolle und schöpferische Freizeitbeschäftigung auf naturwissenschaftlichem Gebiet, fördert Einsichten in die Naturgesetze und trägt auch zur Erholung bei. In der Vererbungsforschung steht der Guppi mit in vorderster Reihe, wurde zur Mückenbekämpfung eingesetzt und war auch bereits im Kosmos. Der Guppi ist einerseits der typische Anfängerfisch, der mit seiner Farbenpracht und seiner problemlosen Fortpflanzung auch im einfachen Zimmeraquarium ohne besonderen technischen Aufwand gepflegt werden kann und andererseits für den fortgeschrittenen Aquarianer ein interessantes Objekt für zielgerichtete züchterische Tätigkeit. Vom Wildguppi, dem kleinen, lebendigen Millionenfisch, bis zum majestätischen Triangelguppi ist eine mit Züchterfleiß ausgefüllte, hundertjährige Zeitspanne durchmessen worden. Die Herauszüchtung standardgerechter und neuer Formen, neuer Farben, Farbkombinationen und Farbmuster sowie ausstellungsreifer Guppies über mehrere Jahre erfordert nicht nur Grundkenntnisse auf genetischem Gebiet, sondern auch Beobachtungsgabe, Geduld, Fantasie, Schönheitsempfinden und Fleiß. Wer diese Voraussetzungen für sich in Anspruch nehmen kann, wird erfolgreich sein und die Guppizucht als eine begeisternde Sache empfinden. Die große Beliebtheit dieser Fische führte dazu, dass sich in vielen Ländern spezielle Guppizüchtervereine bildeten. Sie vergleichen ihre Zuchtergebnisse und führen jährlich nationale sowie internationale Ausstellungen mit Wettbewerben bis zur Europameisterschaft durch. Es gibt auch zunehmend Kontakte nach USA und Japan. Es werden auch bereits Weltguppi-Ausstellungen durchgeführt. Dieses Video ist als Anleitung für die züchterische Tätigkeit gedacht. Das gilt besonders für an der Guppizucht interessierte Freunde der Aquaristik und für Einsteiger. Sie sollen angeregt werden, zu eigenen Erkenntnissen zu kommen und mit den Erfahrungen anderer Züchter zu vergleichen. Das ist am besten in einem speziellen Verein der Guppizüchter möglich. Die Praxis zeigt immer wieder, dass oftmals kleine Hinweise bedeutungsvoll sind. Das Schöne ist, dass Guppizüchter keine züchterischen Geheimnisse haben und sich gegenseitig unterstützen. Das ist auch der Sinn dieses Videos. In der Fachliteratur werden als ursprüngliche Vorkommensgebiete Guyana, Nordbrasilien, Venezuela, Trinidad, Barbados und andere kleine Antillen angegeben. Daneben gibt es Lokalrassen in Venezuela, Barbados und Trinidad und den Florida-Wildguppi mit ebenfalls lokalen Merkmalen. Die Erstbeschreibung des Guppis erfolgte am 9. Juni 1859 durch den damaligen Kustos der ichthyologischen Abteilung des Zoologischen Museums der ehemaligen Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Wilhelm Peters.
Dafür standen ihm Fischer aus Venezuela zur Verfügung. Wie sich später herausstellte, waren es Guppi-Weibchen. Die Fische erhielten den lateinischen Namen Poecilia reticulata, Poecilia für bunt, vielseitig, reticulata für Netzwerkmuster. Der Originaltext im Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Monat Juni 1859 lautet: Grünlich-gelb mit einem schwarzen Netzwerk, dessen Maschen den Rändern der Schuppen parallel liegen. Am Bauche silbrig. Schuppen in 7 Längs- und in 27 Querreihen. Obwohl einige derselben durchbohrt erscheinen, ist doch keine deutliche Seitenlinie zu sehen. Ganze Länge 39, Höhe 9, Länge des Kopfes 7 mm. Caracas in den Juaire-Flusse von Golma gesammelt. Ausgehend von bestimmten Unterschieden der Lokalrassen kam es in der Folgezeit zu weiteren Beschreibungen, jedoch als andere Arten. So zum Beispiel schickte der Geologe und Pflanzensammler Robert John Lechmere Guppy 1866 aus Trinidad an das Britische Museum in London Fische der dortigen Lokalrasse, die man als Girardinus guppii bestimmte. Von ihm hat unser Fisch seinen volkstümlichen Namen. Zwischenzeitlich gab es 17 verschiedene Einordnungen, bis letztlich 1963 durch eine Revision der Systematik durch Rosen und Bailey der wissenschaftliche Name Poecilia lebistis reticulata Peters 1859 festgelegt wurde. Damit ist der 9. Juni 1859 der wissenschaftliche Geburtstag des Guppis. Hier sieht man das Originalexponat, wonach Peters 1859 die Erstbeschreibung vornahm mit der Registriernummer 3468 im Naturkundemuseum Berlin. Dies sind Wildguppis der Lokalrasse aus Venezuela, wie sie zum Zeitpunkt der Entdeckung durch Golma ausgesehen haben. Das allseits bekannte Kennzeichen der lebendgebärenden Zahnkarpfen ist das Gonopodium des männlichen Tieres. Es handelt sich dabei um die zu einem Kopulationsorgan umgebildete Afterflosse. Die männlichen Jungfische werden mit einer normalen Afterflosse geboren, die sich erst im Laufe der Entwicklung umbildet.
Die Afterflosse besteht meist aus 9 Strahlen. Im Verlauf der Entwicklung bildet sich aus den Flossenstrahlen 3, 4 und 5 das Gonopodium und die anderen Strahlen wachsen dichter zusammen. Die Außenränder des dritten Flossenstrahles biegen sich um und es entsteht eine Art Rinne. Außerdem wandert bei dieser funktionell-anatomischen Umbildung der Afterflosse die Bauchflosse, Gonopodium und After etwas in Richtung Kopf bis zum Beginn der Brustregion. Das Gonopodium wird dabei praktisch eine Verlängerung des Samenleiters. Es besitzt ein Stützskelett und ist als Begattungsorgan durch eine entsprechende Muskulatur vorwärts und etwas seitlich beweglich. An dieser Stelle soll noch etwas zum Guppy als lebend gebärendem Fisch gesagt werden. Beim Guppy, wie auch bei den anderen Fischen der Familie Poeciliidae, entwickeln sich die befruchteten Eier in der Eierstockhöhle. Es vollzieht sich die gleiche Entwicklung wie im Laichkorn der eierlegenden Fische. Die Eierschale platzt im Augenblick der Geburt und die bereits schwimmfähigen Jungfische kommen aus dem Mutterleib. Man kann beobachten, wie sie sich aufrollen. Die Embryonen werden in ihrer Eihülle nicht vom mütterlichen Körper ernährt. So gesehen ist der Guppy im biologischen Sinne nicht lebendgebärend, wie Vivipar, sondern eierlebendgebärend, ovovivipar. In der Gruppe der Zahnkarpfen gibt es aber Fische, bei denen eine echte Viviparität ausgebildet ist und die Jungen durch den Säugetieren vergleichbare Organe vom mütterlichen Körper ernährt werden, bevor es zur Geburt kommt. Wenn der Guppy auch eine große Anpassungsfähigkeit besitzt, so stellt er doch zu seinem Wohlbefinden und zur erfolgreichen Zucht bestimmte Anforderungen an seine Umwelt. Dazu gehören das Aquarium mit seiner Einrichtung, die Wasserverhältnisse, die Temperatur, die Beleuchtung, die Bepflanzung und die Fütterung. Es kommt dabei nicht darauf an, die Umweltbedingungen für den Guppy im Aquarium nachzuahmen, wie sie in den Vorkommensgebieten sind, sondern ihm ein Optimum aller genannten Faktoren für seine Entwicklung und Fortpflanzungsfreudigkeit zu bieten. Dabei haben wir zu beachten, dass der Guppy inzwischen ein Haustier geworden ist und an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen soll. Die Umweltbedingungen und die Erbanlagen entscheiden über die Qualität unserer Fische. Es gibt dabei eine Wechselwirkung von Umwelteinflüssen und Erbanlagen. Das Aquarium für ausgewachsene Guppies sollte nicht zu klein sein und eine Länge von etwa 40 bis 50 cm haben. Dient es nicht zugleich als Zimmerschmuck, kann man auf den Bodengrund verzichten, denn das erleichtert die Pflege. Wenn man die Zucht planmäßig betreiben möchte, kommt man mit einem Aquarium nicht aus. Allgemein reichen für einen Zuchtstamm 6 Aquarien. Man benötigt kleinere Becken, 10 bis 15 Liter Inhalt, als Paarungsbecken sowie für Jungfische und größere 40 bis 50 Liter Inhalt für die Aufzucht. Erfahrungsgemäß bleibt es aber nicht dabei. Wenn man den Guppymännchen für die Aufzucht noch größere Aquarien bieten kann, wirkt sich das positiv auf das Wachstum aus. Die Weibchen wachsen auch in etwas kleineren Becken gut. Es empfiehlt sich, die Aquarien
in 2 oder 3 Etagen in Regalen unterzubringen, um Platz zu sparen und rationell daran arbeiten zu können. Das ist auch für die Installation der elektrischen Leitungen, für Heizung und Beleuchtung sowie der Belüftungsanlage zweckmäßig. An das Wasser stellt der Guppi keine besonderen Ansprüche, soweit es nicht durch Schadstoffe chemisch belastet ist. Die optimalen Wasserwerte liegen bei pH-neutral 7 und einer Härte von 10 Grad. Abweichungen von diesen Werten, auch wenn sie stark sind, nimmt uns der Guppi nicht übel. Allerdings haben Guppis aus extrem weichen, zum Beispiel 3 Grad Härte, oder extrem hartem Wasser, 25 bis 30 Grad Härte, Probleme, wenn sie zur Ausstellung geschickt werden. Wenn es gesunde und kräftige Tiere sind, haben sie sich in etwa 2 Tagen eingewöhnt. Wohlbefinden und Wachstum werden durch häufigen Wasserwechsel wesentlich beeinflusst. Es ist zweckmäßig, wöchentlich etwa die Hälfte des Wassers zu erneuern. Das gilt für eine normale Besetzung des Aquariums, wobei man als Faustregel pro Männchen 2 Liter und pro Weibchen 3 Liter rechnet. Bei stärkerer Besetzung empfiehlt sich die Wassererneuerung 2-mal wöchentlich oder jeden 2. Tag. Hierzu muss man wissen, dass der Fisch über die Haut dem Wasser wertvolle Spurenelemente entnimmt, die der Körper benötigt. Aus diesem Grunde und vorbeugend gegen bestimmte Krankheiten hat sich je nach Beschaffenheit des Wassers der Zusatz von Salz zum Aquarienwasser bewährt. Das Salz darf aber nicht mit Jod angereichert sein. Man kann auch reines Meersalz verwenden. Es besteht hauptsächlich aus 5 Teilen Natriumchlorid und je einem Teil Magnesiumchlorid und Magnesiumsulfat. Ein häufiger Wasserwechsel ist auch noch aus einem anderen Grunde von Bedeutung. Guppies, die zur Ausstellung geschickt werden, erfahren innerhalb von 2 oder 3 Tagen einen dreimaligen völligen Wasserwechsel. Sie müssen also an Frischwasser gewöhnt sein. Die Erfahrung zeigt, dass Guppies, die in Altwasser gehalten wurden, sehr weniger Widerstandskraft besitzen und bereits auf dem Transport oder spätestens im Ausstellungsbecken Schäden an den Flossen aufweisen. Die Schwanzflossen zerfallen regulär, die Fische zeigen keine Vitalität und gehen kurz danach ein. Die günstigste Wassertemperatur für Guppies liegt bei 23 bis 25 Grad Celsius. Niedrigere Temperaturen werden auch vertragen. Man kann aber aus einem Guppy keinen Kaltwasserfisch machen. Wie auch für andere Fische hat die Beleuchtung vorrangig dahingehend Bedeutung, dass damit Aktivität und Ruhephasen bestimmt werden. Es gibt dabei einen Zusammenhang mit dem Ablauf des Stoffwechsels. Bei der Einrichtung sollte man auf Pflanzen nicht verzichten. Als geeignet sind Myriophyllum, Nitella, Javamoos oder ähnliche Pflanzen anzusehen. Schwimmpflanzen wie zum Beispiel Sumatrafarn und Ritchia sind ebenfalls zu empfehlen. Als hochwertiges, vor allen Dingen für Jungfische geeignetes Futter sind die Nauplien der Salinenkrebse, Artemia salina zu nennen. Junge Guppies müssen insbesondere in den ersten 2 Lebenswochen gutes Futter bekommen, denn diese Phase der Entwicklung ist bestimmend für das weitere Gedeihen. Um Artemia salina zum Schlüpfen zu bringen, benötigt man Gläser oder Flaschen, in die man eine Kochsalzlösung gibt, kein jodiertes Salz und keine Metallgefäße verwenden. Starke Durchlüftung ist unbedingt erforderlich. Als Faustregel gilt: 1 Liter Wasser, 1 Esslöffel Salz und 1 Teelöffel Artemia-Eier.
Bei einer Temperatur von 24 bis 25 Grad schlüpfen die Nauplien nach 24 Stunden. Zur Entnahme und Verfütterung stellt man die Luftzufuhr ab und nach etwa 5 Minuten setzen sich die Nauplien am Flaschenboden ab und die Eierschalen sammeln sich an der Oberfläche. Die Nauplien können nun mit einem dünnen Schlauch abgezogen werden. Unter fließendem Wasser, kurz abgespült, können sie verfüttert werden. Im Aquarium leben sie ungefähr 6 Stunden. Das ist bei der Fütterung zu beachten. Geeignetes Zooplankton als Guppyfutter besteht auch aus Mückenlarven und Cyclops, sogenannte Hüpferlinge. Was die Vermehrung der Grindalwürmchen betrifft, so hat sich dabei die Verwendung von Plastikbehältern, zum Beispiel Kühlschrankdosen und Schaumstoff, als Substrat bewährt. Der Schaumstoff wird in zwei Lagen übereinander in den Plastikbehälter gelegt, täglich angefeuchtet und zweckmäßig nicht unter 22 Grad gelagert. Zwischen die Lagen wird der Zuchtansatz gegeben. Auf den Schaumstoff wird eine Glasdeckscheibe gelegt. Zur Fütterung der Grindalwürmchen bestreut man die nasse Deckscheibe mit Hafermehl. Die Würmchen sammeln sich auf der Scheibe, die man zur Fütterung der Fische nur in das Aquarium zu tauchen braucht. Wenigstens wöchentlich einmal drückt man den Schaumstoff unter lauwarmem, fließendem Wasser aus, um Rückstände auszuspülen. Den Würmchen passiert dabei nichts. Solche Kulturen sind bereits viele Jahre in Betrieb. Der Fachhandel bietet eine große Auswahl guter Futtersorten an. Es ist vorteilhaft, täglich mehrmals, wenigstens 2 bis 3 Mal, in kleinen Mengen zu füttern, die innerhalb einer halben Stunde gefressen werden. Damit wird dem Bedürfnis der ständigen Suche nach Futter Rechnung getragen. Für den Guppy-Züchter bedarf es auf die Dauer gewisser Kenntnisse
einfacher Grundzüge der Vererbung, wenn er erfolgreich sein will. Deswegen muss er nicht gleich ein Genetiker werden. Erforderlich ist es zu wissen, dass jedes Tier und jede Pflanze ein besonderes äußeres Erscheinungsbild zeigt, dass weiter dieses Erscheinungsbild das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen vererbten Merkmalen und dem Einfluss der Umwelt darstellt und als Phänotyp bezeichnet wird. Ihm gegenüber steht die Summe aller Erbfaktoren, die man Genotyp nennt. Der Genotyp enthält also auch Erbfaktoren, die nicht sichtbar im Erscheinungsbild zum Ausdruck kommen. Es kann also sein, dass ein erstklassiges Guppi-Männchen verpaart mit einem ebenso guten Guppi-Weibchen in der Nachzucht einen Misserfolg bringt. Es gibt auch Merkmale, die nur das Männchen oder das Weibchen vererbt, und es gibt Zusammenhänge zwischen Farbe und Form und vieles andere mehr. Eine der Lebewesen sind die Zellen. Die Zelle besteht aus einem Zellkern und dem sogenannten Zellplasma, einer gallertartigen Substanz. Es gibt auch Zellen mit mehreren Kernen, was hier aber nicht näher betrachtet werden muss. Im Zellkern befinden sich die Chromosomen, auch Kernschleifen genannt. In den Chromosomen liegen hintereinander die Erbanlagen, die sogenannten Gene. Die Chromosomen sind also die Träger der Erbanlagen. Die Anzahl der Chromosomen ist für die Arten jeweils typisch und unterschiedlich. Wichtig ist nun, dass jedes Chromosom im Kern der Körperzellen doppelt vorhanden ist, also paarweise. Dafür gibt es in der Fachsprache die Bezeichnung diploid. Ein Chromosomensatz stammt vom Vater, der andere von der Mutter. Beim Guppy gibt es 46 Chromosomen, also 23 Paare in den Körperzellen. Für die Fortpflanzung sind die Geschlechtszellen zuständig. Sie geschieht durch die Verschmelzung zweier Geschlechtszellen, Ei- und Samenzelle. Der Unterschied der Geschlechtszellen zu den Körperzellen besteht darin, dass sie nur einen Chromosomensatz enthalten, was als Haploid bezeichnet wird. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass wir das Verständnis der Vererbungserscheinungen beim Guppy etwas zu den Geschlechtschromosomen zu erklären ist. Bei den meisten Tieren befinden sich in den Körperzellen neben den normalen Chromosomen, auch Autosomen genannt, noch ein Chromosompaar, das entweder im männlichen oder im weiblichen Geschlecht ungleich ist. Beim Guppy bezieht sich das auf das Männchen. Diese Chromosomen werden als X- und Y-Chromosomen bezeichnet. Bei den Weibchen sind die Geschlechtschromosomen gleichartig, also XX. Guppy-Männchen haben in einer Körperzelle 44 Autosomen plus ein X plus ein Y-Chromosom. Und Guppy-Weibchen 44 Autosomen plus ein X und noch ein X-Chromosom. Da die Keimzellen nur einen Chromosomensatz enthalten, ergibt sich, dass die Eizellen des Weibchens 22 Autosomen und ein X-Chromosom aufweisen. Bei den Samenzellen des Männchens gibt es dagegen zur Hälfte 22 Autosomen und ein X-Chromosom und zur anderen Hälfte 22 Autosomen und ein Y-Chromosom. Moderne Forschungen haben bewiesen, dass die Träger der Erbfaktoren, also die eigentliche stoffliche Erbsubstanz in den Zellen jedes Lebewesens, die Nukleinsäuren sind. Sie stellen hochkomplizierte chemische Verbindungen
sogenannte Kettenmoleküle dar. Nach der Struktur unterscheidet man zwischen Desoxyribonukleinsäure, DNS, im Zellkern und Ribonukleinsäure, RNS, hauptsächlich im Zellplasma. Und es hat sich gezeigt, dass die ungeheure Variabilität des genetischen Materials durch die Reihenfolge der Bausteine in den Nukleinsäuren bedingt ist. Die Nukleinsäuren wirken zu Beginn der Individualentwicklung eines Organismus gewissermaßen als Baupläne, zum Beispiel für die Synthese der lebensnotwendigen Stoffwechselenzyme. Außerdem sind sie aber auch Träger der genetischen Informationen von Zelle zu Zelle und schließlich auch von Generation zu Generation. So wie die Zahl der Chromosomen ist auch ihr DNS-Gehalt artspezifisch. Den Begriff Gen kann man folgendermaßen definieren. Es ist ein Faktor, der die Kontrolle über das Erscheinen eines oder mehrerer bestimmter Erbmerkmale ausübt, der die Fähigkeit zur Selbstverdoppelung aufweist, der zur Mutation fähig ist und der schließlich einen bestimmbaren Ort auf dem Chromosom innehat. Das aktive Material des Gens ist dabei die Desoxyribonukleinsäure, DNS. Die Vererbung unterliegt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Der Augustinerpater Gregor Mendel war der Erste, der durch Versuche an Erbsen im Klostergarten von Brünn bestimmte Gesetzmäßigkeiten der Vererbung entdeckte. Die drei grundlegenden Vererbungsgesetze und das Gesetz der Rückkreuzung tragen den Namen ihres Entdeckers. Er hat im Jahre 1865 seine Erkenntnisse veröffentlicht. Das erste Mendelsche Gesetz, die Uniformitätsregel, lautet: Kreuzt man zwei verschiedene reine Rassen miteinander, so sind die Nachkommen in der F1-Generation unter sich alle gleich, und zwar ist es gleichgültig, ob die eine oder die andere Rasse Vater oder Mutter war. Gleichheit reziproka bastarde. F1 gleich Filial- oder Tochtergeneration, die erste Nachkommenschaft eines Ausgangspaares oder Parentalgeneration. Um die Erbgänge schematisch einfach darstellen zu können, hat man international gebräuchliche Gensymbole eingeführt. Es wird dabei zwischen dominanten Genen, also solchen, die andere Merkmale unterdrücken, und rezessiven Genen, die erst dann sichtbar werden, wenn sie sich in beiden Chromosomen gleicher Struktur befinden, unterschieden. In der Schreibweise werden die dominanten Gene mit großen Buchstaben und die rezessiven Gene mit kleinen Buchstaben dargestellt. Da jeder Erbfaktor doppelt vorhanden ist, in jedem Paarlink eines Chromosomenpaares, wird jeder Faktor auch mit zwei Buchstaben gekennzeichnet. Das soll am Beispiel einer Kreuzung zwischen einem wildgrauen Guppi-Weibchen und einem reinerbigen, blonden Guppi-Männchen erläutert werden und zugleich zur Erklärung des ersten und zweiten Mendelschen Gesetzes dienen. Dabei wird nur der Erbgang der beiden Merkmale grau und blond beachtet, ohne durch andere Gene bedingte Merkmale zu erfassen. Diese vereinfachte Darstellung soll dem besseren Verständnis dienen. In unserem Beispiel bezeichnen wir die Farbe Grau mit den Buchstaben G gleich groß G G geschrieben und die Farbe Blond mit klein b gleich BB geschrieben.
Das zweite männliche Gesetz, die Spaltungsregel, lautet: Kreuzt man die Individuen der F1-Generation unter sich, so ist die zweite Bastard-Generation, F2, nicht gleichförmig, sondern spaltet sich in verschiedene Formen auf. Stets treten die gegensätzlichen Merkmale der beiden Großeltern P wieder hervor, und zwar in bestimmten Zahlenverhältnissen. Diese sind verschieden, je nachdem, ob die Merkmalsbildung in den Bastaren intermediär ist oder ob ein Merkmal dominiert. Das Mendelsche Gesetz der Rückkreuzung besagt sinngemäß, dass die Verpaarung eines Nachkommen aus der F2, F3 und so weiter mit einem Vorfahren aus der P- oder F1-Generation gleich Rückkreuzung zur erblichen Festigung bestimmter Merkmale führt. Zu diesem Zweck verpaart man ein Weibchen mit seinem blonden Vater. Jetzt treffen bei unserem Beispiel GB Grau und BB Blond zusammen und wir dürfen 50% blonde Tiere erwarten. Das dritte Mendelsche Gesetz, die Regel der Neukombination der Gene, lautet: Kreuzt man Rassen, die sich in mehreren Merkmalspaaren unterscheiden, so treten in den Bastardgenerationen neue Zusammenstellungen von Merkmalen auf, und zwar jeweils mit einer bestimmten Häufigkeit. Hierdurch wird bewiesen, dass das Erbgefüge nicht ein unteilbares Ganzes ist, sondern aus selbstständigen, voneinander trennbaren Einzelfaktoren besteht.
das soll an zwei Beispielen erläutert werden. Wir kreuzen bei diesem Beispiel ein rein erbig wild